Hamburgs Vergnügungsviertel vor dem Krieg. Unter der Straße ein zweistöckiger Bunker. Er ist heute eine Tiefgarage. Frau Hansmann, ihr kleiner Sohn und ihre Eltern hatten hier ihren Stammplatz. Da mein Mann an der Ostfront war, wohnte ich mit meinem damals zweijährigen Sohn bei meinen Eltern. Am Abend zum 25. Juli gegen 12:30 kam wie üblich Fliegeralarm. Und wie üblich setzte ich auch meinen Sohn in die Kinderkarre und fuhr mit meiner Mutter und ihm zur Reeperbahn in diesen Bunker hier. Da explodierte in Bunkernähe eine große Sprengbombe, die mit fürchterlichem Getöse auseinanderging und uns fast den Atem benahm. Es kam Schlag auf Schlag und Bombe auf Bombe. Wir wussten nicht mehr, ob wir überhaupt je da wieder herauskommen konnten. Wir kriegten auch schon bald Rauch rein durch die Entlüftungsanlagen. Und dann setzten schon die Zuströme ein von den Leuten, die in ihren Hauskellern gesessen hatten und raus mussten, weil ihnen die Häuser über dem Kopf wegbrannten. Noch während des Angriffs mussten diese armen Menschen zu uns laufen. Etwa nach 3 Uhr bekamen wir Bescheid, dass die Bomber den Rückflug angetreten hatten. Als ich die Bunkertreppe hochkam, hat sich mir ein Bild geboten, das man einfach nicht beschreiben kann. Es war auf beiden Seiten der Reeperbahn nur ein Flammenmeer, rauf bis zum Millerntor. Ich hoffte, meinen Vater zu finden, wollte hin, und in dem Augenblick stürzte das Haus vor unserem zusammen und fiel auch auf die Straße, sodass mir der Weg abgeschnitten war. In dem Augenblick erfasste mich echte Panik und ich bin dann im Galopp zurückgelaufen in den Bunker, nur immer denkend, zurück zu dem Jungen, zurück zu dem Jungen. Im Bunker selbst war es so, dass sich der Zustrom der Flüchtlinge sehr verstärkt hatte. Es war alles überfüllt, es waren nicht nur die von St. Pauli gekommen, auch Altonaer waren angekommen. Die Hitze im Bunker unten und die sauerstoffarme Luft wurden unerträglich. Und hinzu kam noch, da kein Wasser da war, konnten die Toiletten nicht mehr gespült werden. Sie verstopften, sie liefen über und aus den Waschräumen lief alles in die Gänge schon hinein. Wir waren also alle gezwungen, so wenn es irgend möglich war, wieder raufzugehen, um durchatmen zu können. Wenn dann wieder Flak geschossen wurde, dann sprang und rannte wieder alles in den Bunker. Als ich oben war, begegnete mir eine Nachbarin aus Altona von meiner Wohnung und sagte mir auch, dass auch ich mein Heim verloren hätte. In unserem Bezirk war kein Haus verschont geblieben. Der Angriff hatte nur 50 Minuten gedauert. Staubwolken und Rauchschwaden verdunkelten den Himmel, als die Sonne aufging.